Ja, der 14. Dezember 2021. Nächste Woche ist Weihnachten, ist schon wieder soweit. Und da habe ich gedacht, mach ich heute mal ein Video, ein bisschen anders als sonst. Und zwar ging es um Folgendes. Mich haben in letzter Zeit immer wieder Leute angeschrieben, die wissen wollten, welche Schweißgeräte kann ich für Anfänger empfehlen. Ja, sie wollten schweißen lernen. Die haben dann gefragt, meistens nach Elektroden. Ja, das ist nichts. Der 14. Dezember 2021, nächste Woche ist schon wieder Weihnachten, ja, so schnell ging es. Und aus dem Grund habe ich gedacht, manchmal heute ein bisschen anderes Video als sonst. Und es geht um Folgendes. In letzter Zeit haben mich immer wieder Leute angeschrieben, die gesagt haben, sie wollen schweißen lernen. Ja, und welche Schweißgeräte kann ich ihnen da als Anfänger empfehlen? Meistens waren das immer die Schweißgeräte, nach denen sie mich gefragt haben, Elektrodenschweißgeräte. Haben wir den Vorteil in der Anschaffung relativ günstig. Allerdings ist es da so, es ist für einen Anfänger relativ schwierig, damit die ersten brauchbaren Ergebnisse zu erzielen. Und da gibt es eigentlich eine tolle Alternative dazu, unwesentlich teurer. Ich sage jetzt mal zum halbwegs gescheiten Elektronenschweißgerät. Das ist ein Fülldrahtschweißgerät. Und da gibt es ein Gerät, das hat mir dieses Jahr besonders gut gefallen. Ist schön klein, handlich, leicht, mit 130 Euro, toller Preis. Das ist das Weltiger M130 Miniflux. Und das Tolle an dem Gerät, es regelt den Drahtverschub automatisch. Das heißt, ich stelle hier vorne an dem Drehknopf nur die Materialstärke ein, zum Beispiel 2,5 mm. Du kannst anfangen zu schweißen. Also ich muss nicht extra Stromstärke und Drahtverschub anpassen. Das macht das Gerät alles automatisch. So, jetzt die Frage, was brauche ich also als Zubehör, damit ich anfangen kann zu schweißen? Einmal ganz wichtig, der Draht ist ja einmal 0,8 mm Fülldraht von Weltinger, die 1 Kilo Rolle. Dann Handschuhe, ganz wichtig, gescheite Schweißhandschuhe. Eine Drahtbürste, um die Schweißnaht zu säubern, hier zum Beispiel eine Kehlnachtbürste. Und ganz hilfreich, Magnete. Gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen. Mit so einem Magnet kann ich ganz einfach zwei Teile fixieren, indem ich die hier dran mache und habe schon eine 90 Grad Verbindung. Diese Winkel gibt es in unterschiedlichen Größen und Haltestärken. Und zum Beispiel der hier, was größeres, der hat dann verschiedene Winkel. 45 Grad, 90 Grad, 135 Grad. Ja. Bei 45 Grad. Hier dran. Schon habe ich die 45 Grad Verbindung. Jetzt was ganz Wichtiges, der Schutz der Augen. Die meisten Schweißgeräte, die günstigen, werden mit sowas ja ausgeliefert. Ist bei Weltinger erst gar nicht dabei, weil wirklich viel taugen tut es nicht. Ist eher was für die Mülltonne. Empfehlen kann ich unbedingt hier so einen Schweißhelm, einen Automatikhelm. Hat auch den Vorteil, man kann mit zwei Händen arbeiten. Und es ist einfach, gerade am Anfang, wenn man jetzt noch eine Hand frei hat und kann den Brenner mit der einen Hand stützen, mit der anderen führt man. Ja, viel besser. Ich habe hier einen Obdrell Neo P550. Ein toller Helm, man sieht sehr gut durch. Hat einen kleinen Nachteil, was ich empfinde, das ist, er hat keine Funktion zum Schleifen. Ja? Also man kann wirklich nur zum Schweißen verwenden. Bei manchen Helmen kann man alle umstellen hier, schleifen, schweißen, kann man auch als Schutzhelm verwenden zum Schleifen, ist der Vorteil. Wenn ich mit dem hier anfange zu schleifen, durch die Funken, dunkelt er gleich ab. Ist auch, denke ich mal, für einen Anfänger relativ teuer, der kostet 160 Euro ungefähr. Also mehr als ein Schweißgerät, ja. Da gibt es aber auch tolle Alternativen, brauchbare, ja. Gibt es einige bei Weltinger im Shop, ich verlinke mal welche, die ich empfehlen kann unter Video. Ja, würde ich absolut dazu raten. Und zu guter Letzt habe ich hier noch die Weltinger Mig-Mag-Zange. Ist ein tolles Hilfswerkzeug, kostet gerade mal 13 Euro. Habe ich jetzt so seit einem halben Jahr bei mir in der Werkstatt und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Was kann ich damit machen? Habe ich zum Beispiel hier den Brenner.
Gasdüse ist heiß, kann ich sie hiermit abziehen. Dann kann ich hier die Stromdüse losschrauben und auch wieder anziehen. Und ich kann den überstehenden Draht hier vorne abschneiden. Da ist jetzt keiner eingezogen. Aber wenn einer drin wäre, könnte ich ihn ganz einfach hier auf die richtige Länge abschneiden. Kann ich natürlich auch so verwenden, wenn ich jetzt den Draht hier abschneiden möchte. Geht wunderbar. Verlinke ich auch unter dem Video. Zum Schluss möchte ich jetzt nochmal durchgehen, was kostet das alles? Was muss ich investieren, um anfangen zu können? Da haben wir einmal das Schweißgerät mit 130 Euro. Dann den Fühldraht, 10 Euro die Rolle, sind bei 140 Euro. Eine Drahtbürste, ungefähr 3 Euro, 143. Die Handschuhe, 10 Euro, 153. Dann die Weldinger mit Mackzange, 13 Euro, sind bei 166 Euro. So Magnete muss man ungefähr 10 Euro investieren, 2-3 Stück, dann sind bei 176 Euro. Und zum Schluss noch den Schweißhelm. Schweißhelm gibt es, wie gesagt, Preisklassen von 20 bis viele 100 Euro. Empfehlen würde ich, 50 Euro sollte man investieren. Da sind wir jetzt beim Preis, sagen wir, von 230 Euro. Also 230 Euro für ein Set, wo man anfangen kann, Schweiß, wo man alles mit dabei hat, finde ich absolut in Ordnung. Links zu den einzelnen Sachen setze ich unter das Video. Links zu zwei Videos, die ich schon gemacht habe mit dem Gerät. Da habe ich einmal dickeres Blech geschweißt von 2 bis 12 mm mit 0,8 mm Draht. Und ein Video, da habe ich mit 0,6 mm Draht 0,8 mm Dünnblech geschweißt. Hat auch toll funktioniert. Ich war begeistert. Ja, in diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg beim Schweißen lernen, bei den ersten Anfängen. Bis zum nächsten Video.